Also wie schon gesagt, Herr Meier ist ja nun schon seit 5 Jahren in unserer Anstalt. Wir sollten mal prüfen, ob man ihn nicht endlich wieder ins normale Leben entlassen kann. Ja, ja, ja. Hat sich immer eine Schleuder, ein Katapult gebastelt und damit Fensterscheiben eingeschossen. Ja, das ist ein typisch kindliches Syndrom, ja. Das sollte eigentlich vorbei sein. Herr Meier, bitte. Guten Tag. 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 Bitte schön, kommen Sie, nehmen Sie Platz. Bitte schön. Ja, ja, Tag. Guten Tag, liebe Frau. Guten Tag. Guten Tag. Herr Meier, wir erwägen Sie zu entlassen. Was denken Sie denn zu tun, wenn Sie aus der Anstalt rauskommen? Na, dann würde ich erstmal in ein schönes Lokal gehen, so. Ja, und dann? Dann würde ich gucken, ob ich da eine hübsche Frau irgendwo entdecke. Das hört sich gut an. Und dann? Dann würde ich versuchen, mit der ins Gespräch zu kommen. Und wenn ich es ein bisschen nett bringe, würde sie vielleicht mit zu mir nach Hause kommen. Sehr gut. Und dann? Dann würde ich leise Musik auflegen, kleines Getränk, kleines Tänzchen. Und beim Tanzen würde ich dann versuchen, vielleicht so ein bisschen die Bluse auszuziehen, so ein bisschen, so. Ja? Dann würde ich ihr den Rock ausziehen. Ja, weiter, schön. Und dann würde ich ihr das Höschen ausziehen. Ja, weiter. Und dann würde ich aus dem Höschen das Gummiband rausnehmen, mir den Schleuder bauen und alle Fensterscheiben einschießen. So. Wie ist das gemacht? Mal kurz hinter Palermo, als die Gebrüder Casamatucci einen Wagenheber brauchten. Was heißt brauchten? Selbst ist der Wagenheber. Mal kurz ein bisschen anliften, ja? Noch ein bisschen höher. Und dann fällt ihnen urplötzlich ein, dass sie den Wagen ja gar nicht mehr brauchen. Zunächst einmal wird's biblisch.
sehen Sie hier die tragische Geschichte vom verlorenen Sohn in der Neufassung für schwerhörige Kleinwagenfahrer. Freudig holt Antonio seinen Apparat raus, um das Fußballspiel zu sehen. Aber die Übertragung geht wohl heute den Bach runter. Familie Heppelmann aus Schießwaden ist naturwissenschaftlich interessiert. Hier versucht man gerade, eine Kühlschrankrakete in eine Mondumlaufbahn zu hieben. In der Berechnung vergessen hat man leider die Gesetze der Erdanziehungskraft. Aus dem Geheimarchiv des Vatikans. Merkwürdens Haushälterin erzwingt den Kauf eines neuen Rocks. Das ist die Autobahn nach Nischni Nowgorod mit neues Bewässerungssystem. Ja, versagt sich nie. Genau wie neue Badeanstalt von Rieselinski Bergpatarach in Provinz Krugistan. Der Aufbau von neues Einkaufszentrum in Fuschnograd-Klamotski macht Fortschritt, weil unsere Volksbaumeister fällt so viel ein. Nun, wer weiß, vielleicht hat auch ein Volksfeind in den Mörtel gepinkelt. Deutsche Filmemacher arbeiten zurzeit an einem neuen Science-Fiction-Film. Der Mann, der durch die Wand geht. Hier sehen wir bereits die ersten Szenen. Und doppelt hält besser. Echte Profis haben auch keine Angst vor kleinen Tieren. Na, ist das ein Euter? Nee, das war kein Euter. Vor diesem Film wollte Siegfried Meyer Gigolo oder Liebhaber von Hanna Cigula werden. Aber dann, tja. Aus der Traum. Ähnliche Erfahrungen machte Martin Bohner aus Krefeld. Er macht seit diesem Video eine Ausbildung als Opernsängerin. Ja, und das andere auch noch. Helga K. überlegt, wie bringe ich meinen Kindern nur bei, dass sie jeden Tag duschen müssen? Vielleicht so.